Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch vor dem Spiel unserer Mannschaft am kommenden Freitag in Köln. Entschuldigen Sie erstmal die kurze Verspätung. Der Ron war kurz nach einer Behandlung. Aber nun ist er ja hier und wir freuen uns natürlich, dass er uns als Kölner ein bisschen was über den 1. FC Köln, vielleicht nicht unbedingt den aktuellen, aber seine Erinnerungen an den 1. FC Köln mitteilen kann. Aber vorweg wollte ich natürlich von dir wissen, eine Woche ohne Karneval, wie hast du das überstanden? War ja ganz gut, also ich habe dieses Jahr Karneval sehr gerne für den Sieg gegen Bayern München getauscht und insofern war es nicht allzu schlimm für mich. Gut, also das war ja auch durchaus eine karnevalistische Geschichte hier mit viel, viel Stimmung im Stadion. Können Sie vielleicht gleich Ihre Fragen stellen? Und seit dem Rückrundstart in Frankfurt bist du Nummer 1 bei 96. Zwei Monate sind knapp seitdem vergangen. Schreib doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen, wie du die Zeit erlebt hast. Ja, es war eine sehr aufregende Zeit für mich. Und ich bin natürlich froh gewesen, dass ich die Chance damals bekommen habe, mich zu zeigen auf Bundesliga-Niveau. Und wir haben als Mannschaft natürlich auch sehr gut gespielt. Und für mich persönlich ist es ja auch sehr gut gelaufen. Und darüber freue ich mich natürlich. Mensch, das ist vielleicht alles nur ein Traum oder bist du da relativ relaxed und cool? Also momentan bin ich auch noch eigentlich relativ relaxed und cool. Ich denke, ja, man konzentriert sich einfach so sehr auf die Spiele immer jeweils. Man hat gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass das bis zum Ende der Saison auch so weitergeht, dass wir gute Spiele zeigen können, dass ich meine gute Leistung zeigen kann und dann in der Sommerpause dann vielleicht dann, ja. Dann muss ich mich vielleicht nochmal kneifen oder dann kommen halt so die ganzen Gedanken hoch. Aber im Augenblick ist das nicht der Fall. Gab es denn von deinen alten Freunden von ManU irgendwelche Meldungen oder hat sich da jemand bei dir telefonisch oder per SMS gemeldet? Ja, also ich hatte damals ja schon mal gesagt, dass meine Torwarttrainer, sowohl der Profi-Torwarttrainer als auch mein Jugendtorwarttrainer, sich gemeldet haben und mit meinem Torwarttrainer aus der Jugendzeit habe ich auch noch jeweils immer ein bisschen Kontakt per SMS. Und also ich glaube schon, dass auch der ein oder andere da Bescheid weiß und auch interessiert, das Ganze verfolgt. Ron, es ist jetzt erst 8 Spiele her, dass du in die Bundesliga gekommen bist, aber du sagst eben selber schon, dass du dich Spiel für Spiel auch konzentrierst und weiterentwickelt hast. Kannst du da schon mal sagen, was in deinen Aktionen anders geworden ist? Ist da noch mehr Selbstverständlichkeit schon eingekehrt seit dem ersten Spiel? Merkst du, dass du Sachen noch souveräner schon bewältigst, als es anfangs war? Ja, ich glaube, also natürlich ist das Niveau in der Bundesliga viel höher als das in der Regionalliga. Und gerade natürlich so gewisse Abläufe, wie die Flanken reinkommen. Die Flanken werden viel härter geschlagen, die Schüsse kommen noch teilweise noch härter. Und dann mit dem Adidas-Ball, der flattert ja auch hier und da mal. Natürlich, ich denke, jetzt nach den paar Spielen ist noch ein bisschen mehr Routine reingekommen. Man hat gesehen, dass man auf diesem Niveau gut mithalten kann. Das gibt einem natürlich auch Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. Und ich denke schon, dass da eine gewisse Erfahrung schon, mir weitergeholfen hat jetzt, die letzten Spiele. Möchte ich noch kurz nochmal auf diese Frage nochmal ein Stück weiter. Sie gehören zu dieser Torwart-Generation, die mit dem Spielen groß geworden ist. Der Rückpass gibt es nicht mehr seit ein paar Jahren. Fernschüsse sehe ich fast nicht zu bezwingen. Wo ist noch am meisten Nachholbedarf? Ja, die Frage beantwortet man als Spieler immer sehr ungern. Also ich denke, dass ich ich bin auch sehr jung als Torwart, für einen Torwart und genau Erfahrung kommt im Alter und ich denke schon, dass ich mich in jedem Bereich noch weiterentwickeln kann, auch gerade was auch, ja, ich denke, dass ich schon ganz gut mache mit den Flanken und so, aber da kann man immer dazu lernen, also ich denke schon, dass es da noch einen anderen Bereich gibt. Nochmal auf England zu kommen, also Adler, Neuer, Kraft, Sie, also Deutschland, Bombentorhüter immer gehabt. Englische Nationaltorhüter fallen eher durch Patzer auf. A, wären Sie jetzt lieber Engländer mit Sprung in die Nationalmannschaft? Und B, gibt es eine Erklärung? Ist die Torwartausbildung in England schlechter, anders oder? Ja gut, also ich denke in den Top-Vereinen, ich komme ja auch von Manchester United und in den Top-Vereinen ist es ja auch so, dass die teilweise auch mit ausländischen Torhütern spielen. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Ausbildung schlecht ist, weil ich denke, ich habe ja auch diese Ausbildung 5 Jahre in Manchester genossen. Und bei mir hat es sich ja jetzt ausgezahlt. Und es ist halt auch oftmals so, dass die großen Vereine auch Ausschau halten nach Torhütern im Ausland. Und
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alle englischen Torhüter Graupen sind. Das ist ja nicht der Fall. Ich denke, dass sie jetzt mit Joe Hart einen ganz guten Torhüter haben. Achso, nein, ja. Ich bin glücklich darüber, Deutscher zu sein. Ron, eine zweiteilige Frage bitte. Köln ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen Wundertüte, aber zumindest nicht so richtig konstant in der Saison. Ihr habt zwar was gemeinsam, also 96 und die Kölner, beide gegen die Bayern gewonnen. Erster Teil der Frage, was erwartet euch da? Und zweiter Teil ist ja eben auch schon angesprochen worden, die Wurzeln sind dort. Was spielen da so für besondere Emotionen mit in diesem Spiel übermorgen? Ja, also zunächst einmal denke ich schon, dass es auch ein schwieriges Spiel werden wird. Die Kölner spielen momentan sehr guten Fußball. Gerade auch zu Hause haben die, glaube ich, jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen, also einige Spiele. Und mit dem Kölner Publikum im Rücken werden die natürlich auch mit Selbstbewusstsein auftreten. Aber ich denke schon, dass für uns auch einiges, also was zu holen ist. Und für mich persönlich ist es natürlich ein besonderes Spiel schon, dadurch, dass ich selbst Kölner bin und meine ganze Familie auch noch in Köln wohnt. Und viele Freunde, viele Verwandte. Und ich weiß auch, dass natürlich ein Großteil meiner Familie im Stadion sein wird. Von daher ist es für mich schon was Besonderes auch. Dazu nochmal, bist du früher da selbst in der Kurve gestanden? Oder wie war das? Hast du alle Heimspiele verfolgt in der Bundesliga? Direkt in der Kurve nicht, aber damals in der Jugend haben wir ja auch immer Freikarten bekommen und dann bin ich so oft wie möglich auch natürlich ins Stadion gegangen, habe mir die Spiele angeschaut mit meinen Jugendkollegen damals, also in der Jugend. Vielleicht nochmal zurück zum Karneval. Sie haben eben gesagt, dies Jahr nicht miterlebt, aber als Kölner ist man ja, damit wird man geboren, ist einem in die Wiege gelegt. Das heißt, Sie wissen, was Karneval in Köln heißt. Ist das vielleicht auch ein Vorteil für euch? Man hat Lukas Podolski in der Tracht gesehen auf irgendeinem Wagen, dass die ein bisschen kaputt sind? Ja, aber ich glaube, die, so was ich jetzt mitbekommen habe, haben die sich ja auch schon zurückgehalten und haben Rosenmontag trainiert, was ich so gelesen habe. Ich glaube, der Pauli ist vielleicht einmal da irgendwo in der Nähe eines Zuges gewesen, wo direkt ein Foto gemacht und groß in der Presse was geschrieben dazu. Ja, also ich glaube schon, dass die Kölner Mannschaft sich auch sehr, sehr konzentriert aufs Spiel vorbereiten wird, weil alles andere wäre ja fahrlässig. Heiko Niederrad, wollte zur Frage. In diesem, warst du schon mal als Kölner jetzt in diesem neuen Kölner Stadion oder war das damals noch das alte? Damals wurde es gerade umgebaut, aber ich bin auch schon im neuen Stadion gewesen. Aber ja. Gespielt hat natürlich noch nicht. Nein, gespielt habe ich noch nicht. Wenn du mal aufs Bayern-Spiel zurückkommen, da hast du eine super Leistung gebracht. War das für dich so gegen diese Stars, Robben, Ribéry, Gomez, so nochmal so der ultimative Test, dass du es wirklich drauf hast? Ja, ob es der ultimative Test war, weiß ich nicht. Für mich persönlich war es natürlich schön zu sehen, dass es so gut für uns gelaufen ist und dass ich auch eine gute Leistung zeigen konnte. Aber im Vorfeld habe ich natürlich auch ganz klar an meine Fähigkeiten geglaubt. Und auch daran geglaubt, dass wir da was holen konnten und dass ich auch eine gute Leistung zeigen kann. Ja. Viele fragen sich in Fußball-Deutschland, wie du nach, in Anführungsstrichen, nur ein paar Bundesligaspielen so cool zwischen den Pfosten stehst. Auch so die ganze Gestik und Mimik nehmen wir Van der Sar mal raus. So beim Abwurf zum Beispiel dieses Rollen vor die eigenen Füße. Wie machst du das? Wo ist da so der Druckausgleich bei dir? Also was machst du privat, um eben so cool zu sein, auch täglich im Training vielleicht? Also ich meine, ich möchte nicht sagen, dass ich nicht angespannt bin vor einem Spiel, das ist ganz klar. Aber auch gerade diese meine ruhige Art und so, ich glaube, das ist einfach was, was man vielleicht auch einfach hat. Also ich habe das einfach, würde ich sagen, und ich komme sehr gut damit klar. Und natürlich auch die Zeit in Manchester hat mir natürlich auch gezeigt, wo ich tagtäglich mit großen Spielern zusammen trainiert habe, dass es hilft, wenn man diese ruhige Art hat und wenn man natürlich tagtäglich im Training auch die anderen Torhüter beobachtet hat, die haben das sehr ähnlich gemacht und ich habe jetzt keinen großen Druckausgleich, also im tagtäglichen, also ich habe keine bestimmte Art, wie ich das ausgleiche. Es ist einfach da und vorhanden und das ist meine Art zu spielen. U19-Europameister, U20-Auswahl, hat man da auch schon mal Kontakt zu Jogi Löw gehabt? Nein, habe ich noch nicht. Nee.
deutet sich jetzt an, dass die Nummer 2 und 3 Regelung bei Hannover in eine gewisse Richtung geht, dass wahrscheinlich Markus Miller einen neuen Vertrag bekommt und Florian Frommlowitz gehen wird. Beschäftigt man sich als Nummer 1 damit oder ist dir das eigentlich relativ egal? Also jetzt in der aktuellen Situation versuche ich mich wirklich nur auf mich zu konzentrieren und aufs nächste Spiel vorzubereiten. Und alles andere ist die Entscheidung des Trainers und des Vereins. Und da müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, was sich da ergeben wird. Das möchte ich auch gar nicht groß kommentieren. Für wen wird denn Ihre Familie am Freitag im Stadion die Daumen drücken? Naja, ich hoffe ja mal schon stark, dass sie mich unterstützen werden. Und dass sie natürlich hoffen, dass ich ein gutes Spiel machen werde. Und was meine Freunde betrifft, da habe ich auch schon gehört, dass die gesagt haben, ja, wir wünschen dir ein gutes Spiel, aber natürlich müssen wir noch zu Köln halten. Aber was meine Familie anbetrifft, da gehe ich mal stark davon aus, dass sie hinter mir stehen und ja, mir ein sehr gutes Spiel wünschen. Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen? Sehe ich nicht. Ron, dann vielen Dank. Alles klar. Weiter vielen gute Dank. Vorbereitung. Ciao. Und eine gute Heimkehr zurück nach Köln. Ein paar allgemeine Angaben. Spiel, wie gesagt, am kommenden Freitag 20.30 Uhr in der Rhein-Energie-Arena in Köln. Bisher sind 42.000 Karten verkauft, haben die Kollegen aus Köln mitgeteilt. Wir werden von zurzeit 1.600 Fans begleitet und es gibt noch ca. 1.500 Gästekarten an der Abendkasse. Also wer sich noch kurz entschlossen auf den Weg nach Köln machen will, kann das gerne tun. Es gibt noch Karten für das Spiel unserer Mannschaft beim 1. FC Köln. Die Bilanz sieht insgesamt gar nicht so gut aus. Wir haben in Köln 6 Siege, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen bisher eingefahren. Aber seit dem Wiederaufstieg 2-2, 2-3 ist Köln für uns, für 96, ein gutes Pflaster gewesen. Es gab 3 Siege und eine Niederlage, was uns auch ein bisschen Mut macht, dass Köln die letzten 7 der 9 Spiele gegen 96 verloren hat. Und was allerdings weniger positiv ist, das, was Ron gerade angesprochen hat, dass Köln die letzten 5 Heimspiele gewonnen hat. Da wollen wir dann lieber anknüpfen an unsere Hinspielergebnissen, 2-1 hier in der AWD Arena. Also wenn das so weiterginge, wäre das ganz in unserem Sinne. Ja, sonst verkehrstechnisch gibt es rund um die Rhein-Energie-Arena in Köln nichts Neues mitzuteilen. Das bleibt alles so, wie es in den Jahren vorher war. Warten wir jetzt auf den Trainer Mirko Slomka mit den News aus dem Kader.